Hallo Leute, ja, letzte Folge haben wir das große Wollknäuel da eingesammelt. Da wollen wir mal gucken, was damit los ist, oder? Ich denke mal, ihr schaut das Logo und dann gucken wir das genau an. Das sollte ja ein außergewöhnliches Pal sein. Mal schauen, ob wir das hier auch außergewöhnlich finden. So, wir haben einige gekauft und deswegen ist das hier schon unterschiedlich, ne? Das ist die Frage, wo ich den außergewöhnlichen Pal finde, ne? Hier sind welche. Ah, hier, der ist es mit den Sternchen dran, ne, wahrscheinlich, ne? Albtraumball, okay, da 100. Und da unten steht auch außergewöhnlich, flink. Jetzt würde ich gerne das ja hier mal genauer untersuchen können, aber keine Ahnung, wie man darüber kommt, ohne dass das so passiert. So, wenn der Albtraumball 100 hat als Angriff, ne? Hier ist ein 55er, hier ist ein 65er, 70er, 60er, 65er. Das heißt, er hier, der Incineram, ist schon raus in dem Moment. Dann müsste der da ja drin sein. Bin ich gespannt. Was kann der sonst so? Zwei Tragen, zwei Handwerk. Okay, das wäre dann natürlich hier zu überlegen, ob man hier zwei Tragen hat er auch und der kann da, ich glaube, sehen ist das oder ernten. Ich weiß es nicht, eins von beiden. Müssen wir mal gucken. Oh, da kommt ein Angriff rein. Einmal Holz und zweimal Feuer. Warte, wenn der zweimal Feuer, dann ist es doch ganz klar, dass wir den mal fürs Handwerk hier rüber nehmen, oder? Oh, da hat schon einer was umgehauen. So, da müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier den Angriff machen. Und mal den Kaspar schauen, die hier kommen, oder? Warte mal, dann machen wir mal gerade einen Wechsel vom. Wollen ja den Flauschigen mal haben, ne? Okay. Ich glaube, die sind schon alle tot, kann das sein? Ne, irgendwo muss noch einer sein. Wieso kämpfen der gegen den und so? Ist der mitgekommen oder was? Scheint wohl so, ne? Ah, jetzt ist er kaputt, leider. Was ist das da oben? Okay. Hat mit den Kugeln leider nicht geklappt bei dem. Ich habe jetzt auch gerade nicht so ganz verstanden, warum die hier so rumgeflogen sind. Ist er kaputt oder was? Könnte sein, ne? Wieso ist, wer ist denn jetzt hier immer noch aggro? Ist denn hier immer noch Agro? Ach, da hinten ist noch einer unterwegs, kann das sein? Vielleicht kamen da noch mal welche vorbei oder so, weiß nicht. Aufgehoben haben wir, glaube ich, alles, ne? Na, hier ist noch ein bisschen Holz, das nehmen wir jetzt auch noch gerade mit. Jetzt ist der Angriff abgewehrt. Gut, das heißt, unseren Pal wieder reingeholt. Ach, da ist er. Den haben wir noch gar nicht gehabt. Naja, werden wir nächstes Mal ausprobieren dann. Kurz hier einmal in die Kiste geschaut. Holz da rein. Und hier haben wir wieder Marmorrestfleisch. Palöl. Das kann da rein. Das ist jetzt nicht hier abzuliefern. Hier habe ich ein antikes Bauteil 1. Das ist sehr schön. Das kann auch hier rein. Leder ist hier gar nicht drin. Dann können wir da rein tun auf jeden Fall in das Feld für. Die Essen. Hörner sind nicht hier. Und oh, wir haben nur noch 11 Mal Munition, ne? So, das sollte erstmal hier alles gut sein. Nächste Kiste. Hier kommt das Horn rein. Die Giftdrüse kommt da rein. Haben wir sonst noch was? Hier.
Mittelgroße Palseele, da haben wir jetzt zwei von. Ich glaube, jetzt ist erstmal hier nichts, was ich hier habe, was da noch rein muss, oder? Der Saft ist hier nicht. Nächste Kiste geschaut. Oh, hier haben wir Mehl mitgenommen, das ist wohl falsch. Ah, hier haben sie jetzt auch Holz drin. Hier sind so Sachen drin, ne? Die hier nicht unbedingt drin sein müssten. Medizin. Irgendwelche Säfte jetzt hier? Ne, nicht wirklich, ne? Wo sind denn unsere antiken Bauteile? Was haben wir hier? Arktische Tracht, Bauplan. Brauchen wir auch nicht. Haben wir wohl gerade gefangen, ne? Aufgesammelt. Kannst du hier auch reinstecken. Aber das hatten wir doch woanders, ne? An einer anderen Kiste. War das hier drin? Ne. Hier sind die Bauteile. Und hier war das Buch, oder? Ja. Ist ein Verbrauchsgegenstand, aber ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie man den verbraucht. Vielleicht nicht in der Kiste sein, sondern hier sein und dann. Technologiepunkt zu erhalten. Ja. So, jetzt haben wir die beiden Technologiepunkte erhalten. Sind die hier jetzt drin? Ne, hier ist noch ein Statuspunkt. Und da gehen wir in den, ja, vielleicht nicht Angriff, sondern mal in die Lebenspunkte, weil der Angriff ist ja schwierig, ne? Machen wir den mal dahin. So einen Technologiepunkt haben wir dann im Dingens, sag schon. Hier natürlich, ne? Ne, nicht Palpedia, Technologien da. Da haben wir 4 und 1. Tropische Tracht, arktische Fracht, Sandsack. War ja alles nicht. Fleischerbeil, Wandfackel, Schaukäfig, der Sattel, Nietewing-Sattel, Asok-Sattel. Nee. Giftfallarmbrust, ja, die wäre vielleicht interessant. Floppy-Halsband, Kamin-Set. Steinbauset, Kälterüstung, Megagleiter. Den Megagleiter brauchen wir nicht, weil wir Dingens haben, glaube ich. Dassi-Halsband brauchen wir auch nicht. Zerrissi-Metallrüstung, die wäre ja noch einen Schritt mehr wert. Silo, was macht das Silo? Kann in Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager das Arbeitstempo von Aussaat. Ja, weiß ich nicht. Und das ist schon durch dann. Wir haben, glaube ich, die tragbare Laterne immer noch nicht gebaut, ne? Metallbahn, Feuerdrüse und antikes Bauteil. Also 10 antike Bauteile. Das ist schon heftig, ne? So, haben wir schon alles abgelegt? Ich glaube nicht, ne? Okay, das Ei können wir da reinstopfen. Das Essen müssen wir noch braten, okay. Dann mach den hier mal. Milch können wir machen, Eier können wir machen und Brot können wir machen. Die Beeren natürlich, ja, aber das ist jetzt nicht das, was ich möchte. Wie weit ist das Ei, was wir schon haben? Fertig. Brüten wir es aus. Killerei brauche ich nicht. Dann packen wir das da rein. Die Eier müssen hier unten mal rein, damit wir die dann auch automatisch selber essen. Schwache Medizin haben wir dann noch. Pfeile sind genug, aber hier Munition geht langsam zu Ende. Da müssen wir dran arbeiten. Ja,
Ja, komm, die Medizin können wir hier noch reinpacken. Da waren sowieso irgendwelche Pillen schon. Sonst ist alles safe. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rein pennen. So, weiter geht's. Müssen wir was reparieren? Ja. 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 Das geht auch, okay. Machen wir das auch. Das Gewehr können wir auch reparieren. Dann ist alles heile. Der Marmoreste liegt da hinten immer noch. Der muss wohl mit angegriffen haben. Keine Ahnung. Ach so, haben wir irgendwelche Verletzten? Die können wir dann hier reparieren, ne? Reparieren ist gut, ne? Hier, der hier. Warte mal, was kann der? Tragen 2, 2, 2, 2. Mal noch so einen? Nee, ne? Doch, da ist einer. Dann kommt der dafür hin erstmal. Der wird heile dann. Und sonst ist alles gut hier drin. Okay, die Kuh ist da hinten eingesperrt. Hier kannst du ein heißes Bad nehmen. Ich wollte hier schon mal Weizen, glaube ich, auch sehen, ne, oder? Mühle. Die Mühle müssten wir dann auch noch hier bauen, wenn, ne? Palensafter. Zuchtfarm. Da ist jetzt nix. Warte mal, was ist das hier? Deko oder? Ein antikes. Okay. Holz und Nägel braucht man da. Da kann man vielleicht Kleidung reinmachen oder so, weiß ich nicht. Können wir ausprobieren, aber erstmal möchte ich das Feld machen. Talwandregal nicht genug. Hier ist das Weizenfeld. So, dann können die das da bauen. Machen sie auch schon. Ist ein bisschen schief, aber geht schon. Was haben wir noch zu bauen? Kochtopf haben wir hier nicht. Den stellen wir aber auch noch gerade hier hin, wenn man das geht. Aber wahrscheinlich fehlen uns die Baumaterialien für den Kochtopf, oder? Kann das sein? Ja. Metallbarren. Dafür müssen wir erst farmen gehen. Hier noch was Interessantes? Nö. Nö. Nee, da ist alles nix. Lass mal die Pfeile bauen. Und hier hinten lass mal noch Sphären bauen, wenn es geht. Ah, 4 Stück nur, aber. Ach, hier ist erstmal noch ein paar Eisenbarren drin. Die können wir auch mal rausnehmen, ne? Ei ist bestimmt noch nicht fertig. Nein. Gut, dann würde ich mal hier noch das Essen rausnehmen gerade. Ja, Milch könnte man machen, ne? Wie ist denn der Geiwert von dem Zeug hier? Nur Nährwert 12. 51 die Eier. Also alles maximal 1 gerade der Wert, ne? Diese beiden hier sind's. Das heißt, eigentlich sollten wir hier was brutzeln können. Aber dafür brauchen wir den Kochtopf. Können wir den jetzt schon bauen? Ich hätte ja eben. Ja, jetzt können wir den tatsächlich bauen. Weil wir hatten ja eben noch fehlende Barren, die wir jetzt haben, ne? Gut. Können wir hier noch Neues anstoßen? Nur einen, aber lass den ruhig machen. Oh, nicht Escape drücken. So läuft erstmal, oder? Dann gucken wir gleich noch mal rein, was wir hier machen können. 5 Leute arbeiten da dran, fertig. Oh, da gibt es einen Pfannkuchen. Ja, der Toast hatte schon einen höheren Geilwert. Kann ich den hier irgendwo sehen? Nee, ne? Mehl und Milch fehlt hier dann. Also fehlt nicht, sondern können wir hier produzieren. Ja.
Kann man denn den Geilwert, kann man nirgendwo sehen, ne? Dann beginn den mal. Wie schnell geht's? Ganz langsam dauert das. Okay, dauert das. Gute Antwort, ne? Läuft erstmal. Diesen riesen Pfannkuchen, den können wir dann auch mal machen. Gut. Das haben wir soweit. Dann können wir noch mal auf Reise gehen, oder? Ja, hier oben waren wir schon drin, oder? Gillette hatten wir, den Turm haben wir, den Tower haben wir gemacht. Den hier hatten wir, wollten wir machen, aber da war die Zeit noch nicht abgelaufen, weil der Daniel im, ich glaube, Folge 36 gesagt hatte, dass man da vielleicht noch mal farmen kann, ne? Also diese antiken Bauteile vielleicht noch kriegt. Im Turm haben wir keine mehr gekriegt, meine ich. Bin mir aber auch nicht sicher, weil wir da so komisch rausgekommen sind. Mal gucken, ob die Zeit hier schon abgelaufen ist, aber ich schätze mal nicht. Nee, noch eine halbe Stunde hier. So. Ist denn hier irgendwo was Interessantes für uns? Nicht wirklich, ne? Ist da irgendwas da? Ich glaube schon, oder? Nee, habe ich mich wahrscheinlich vertan, oder? Hier war jetzt ein blauer Kreis. Ist hier mein Lager drunter tatsächlich? Da ist das. Aus der Ferne sah es hier so aus, als ob hier irgendwas wäre. Aber habe ich mich getäuscht? Und da ist auf jeden Fall eine Kiste. Goldmünzen-Paar-Sphäre, Megasphäre. Okay, da hat sich's schon für gelohnt. Ja, gehen wir ins Lager zurück und schauen, was wir dann weitermachen. Ne? Ich würde sagen, aber für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir schauen gerade aber nochmal rein, was dieses bringt. 5 Geil, das ist nicht schlecht. Dann kann man die auch öfter machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.